So, willkommen zurück wieder mit einer kleinen Infofolge bzw. einer Auswertung, denn wer es mitbekommen hat, ich habe jetzt die ganze Zeit natürlich diese 18 Eier-Folgen gemacht, wo ich jeden Tag 10 Kilometer gelaufen bin und habe 18 Eier ausgebrütet. Im Zusammenhang mit diesem kontinentalen Brüt-Event, wo es die kontinentalen Pokémon also aus den 7 Kilometer Eiern gab, wie viele Alolas sind auch dabei gewesen und wie viel von welcher Alola-Form waren in den Eiern dabei und wen es interessiert, der kann sich das mal anschauen. Ich habe das mal hier als kleine Statistik aufgeführt. Wie gesagt, es waren also 24 Folgen, insgesamt 240 Kilometer und insgesamt 375 Eier. Eigentlich waren es mehr als diese, aber ich habe natürlich alle 5er, 10er und 2er Eier rausgelassen und wirklich nur 7 Kilometer Eier gezählt, die in den Folgen vorkamen. Und bei 375 Eiern waren das durchschnittlich 15,6 Eier pro Folge, die geschlüpft sind. Bei diesen 375 Eiern unterscheiden wir jetzt zwischen 298 Alola-Pokémon, die geschlüpft sind. Das sind dann ungefähr 71,5%, also das ist natürlich der Großteil, aber war ja auch nicht anders zu erwarten. 88 kontinentale Pokémon waren dabei, was ungefähr 23,5% ausmacht, und 19 andere. Das wären dann 5%. Es gab 19 andere Eier, das waren 5% von den Gesamteiern und darin waren 9-mal Tangela, was dann 47,4% waren in der Kategorie andere, und 10-mal Porygon. Das wären dann also 52,6%. Das ist ja noch ganz übersichtlich, wenn man eh nur diese zwei hat, die relativ nah zusammenliegen. Wir schauen mal weiter auf die kontinentalen. Das waren also 88 Stück, also 23,5% kontinentale von den Gesamteiern. Aber im Einzelnen waren es 20 Porenta. Das wären 23% ungefähr von diesen 88 Eiern. Dann waren es 22 Kangama, was ungefähr 25% wären von diesen 88. 31 Pandimos, was 35% wären. Und 15 Tauros waren noch dabei, was ungefähr 17% ausmacht. Interessant wird es jetzt auch noch bei der Auflistung der Alola-Pokémon. Das waren also insgesamt 268 Alolas, die da geschlüpft sind bei den 375 Eiern. Das waren also 71,5% Alolas vom Gesamtwert. Und im Einzelnen 53 Sandan, was 19,8% ungefähr ausmacht von diesen 268. Dann waren es 39 mal Vulpix, das waren 14,6%. Wir hatten 49 mal Dicta dabei, ungefähr 18,3%. Am häufigsten, nicht anders zu erwarten, gab es Mauzi. Das waren 59 und damit ungefähr 22%. Dann hatten wir 35 mal Kleinstein dabei, was ungefähr 13% waren. Und am Schluss noch 33 mal Slimer, was dann umgerechnet ca. 12,3% sind für den Rest. Ich möchte dann auch noch ein kleines Feedback geben zu den Brutergebnissen, ob es sich denn überhaupt gelohnt hat, jetzt diese ganzen Eier zu brüten. Deswegen habe ich mir auch noch mal eine kleine Liste gemacht, um mal zu schauen. Mein bestes Sandan, was ich jetzt während des Events bekommen habe, ist also ein 98er gewesen. Bei Vulpix sieht es ähnlich aus, da habe ich jetzt auch einen 98er. Aber nicht gebrütet, sondern nur durch einen Tausch dann erhalten. Dann geht es weiter mit Dicta, ist mein bestes jetzt ein 96%iges aus den Eiern. Mauzi habe ich ein 100%iges bekommen, aber das habe ich schon vor dem Event gebrütet. Das kam jetzt nicht erst, das habe ich schon länger. Ansonsten war bei Mauzi nur Mist dabei, obwohl glaube ich ein 98er habe ich während des Events bekommen, aber das 100er, das hatte ich natürlich schon.
Bei Kleinstein ist mein bestes jetzt auch ein 96er, was natürlich auch nicht so kam, sondern auch wieder nur durchs Tauschen. Und Slimer ist mein bestes jetzt ein 93er. Dann schauen wir uns neben den Alola-Pokémon auch nochmal Tangela und Porygon an. Da war es nämlich ganz besonders. Von Tangela habe ich während des Events ein 98er gebrütet. Also das ist eigentlich richtig cool. Ein 100er wäre besser. Grüße an Ole. Und besonders stolz bin ich auf das Porygon. Da habe ich nämlich ein 100%iges bekommen aus einem 7-Kilometer-Ei während des Events. Das fand ich richtig cool. Das hat mir noch gefehlt auch in meiner Sammlung. Und wir schauen natürlich auch noch kurz auf die Kontinentalen. Und das ist natürlich alles geordnet nach Pokédex-Nummerierung. Deswegen fangen wir an mit Porenda. Da ist mein Bestes jetzt also ein 100er. Das habe ich aber schon damals in München gefangen, bei einer Perch, als wir da unterwegs waren. Mein Bestes aus einem Ei während des Events jetzt war ein 93er. Bei Kangama hatte ich etwas Glück. Da habe ich ein 98er bekommen während des Events, damals in Gera bei der Safari-Zone. War leider nichts Gutes dabei, weil da war das höchste, glaube ich, ein 84er. Jetzt also ein 98er aus den Alola-Eiern. Dann Pandimos habe ich auch ein 100er, das ist aber von der Perch aus... Nee, das war sogar eine Perch hier, glaube ich, bei uns. Und während des Events kam da ein 98er aus den Eiern. Und bei Tauros habe ich leider ein bisschen abgestunken, denn da waren so viele dabei, die einen 100er bekommen haben. Und mein Bestes ist jetzt ein 91er. Aber auch nur, weil das getauscht wurde und ein Lucky geworden ist. Es sind eigentlich viele gute Pokémon, beziehungsweise viele hohe Werte dabei gewesen, dass man durch viel Brüten wirklich sieht, lohnt es sich, immer gute Pokémon rauszubekommen. Man muss halt selber sehen, ob man sich die Mühe jetzt machen will, so viel laufen will und vor allem auch so viel Geld investieren in die ganzen Brutmaschinen permanent immer zu. Aber die waren jetzt eh in den Paketen dabei, eigentlich relativ günstig. Wenn man sich eh die Raid-Pässe besorgt hat, hat man gleich noch die Brutmaschinen nebenbei bekommen. Oder wenn man so sieht, die Brutmaschinen und hat die Raid-Pässe nebenbei bekommen. Dann möchte ich noch kurz erwähnen, weil bei uns in der Gruppe waren viele auch aktiv, gerade bei den Kontinentalen während des Events. Also Grüße gehen daraus an Mikfu, der hat ein 96er Tauros gebrütet, also viel besser als ich. Richtig coole Sache auf jeden Fall. Leosai hat ein 96%iges Kangama gebrütet, hat das gepostet. Grüße gehen auch raus an Zahnfee, der ist zwar nicht so glücklich, aber der hat ein 100% Mauzi bekommen aus seinem Ei, was er richtig sinnlos fand, aber trotzdem ist es ein 100%iges. Grüße gehen auch raus an Linsira, die hat ein 98%iges Dicta bekommen aus den Eiern und ein 98%iges Tauros. Also da kommen wir der Sache schon näher, ist natürlich auch besser als meins alles. Und die Leute, die am meisten Glück hatten natürlich, sind Leute wie Alisterus oder Alisterus. Der hat nämlich ein 100%iges Tauros bekommen während des Events. Der Michael hat auch ein 100%iges Tauros bekommen während des Events. Binky Lotta hat auch ein 100%iges Tauros bekommen während des Events. Aber einer hat den Vogel abgeschossen und das war der linke Networks. Der hat nämlich ein 98iges Porenda bekommen durch Tausch. Hätte ich natürlich auch gern. Ich habe noch keinen Lucky Porenda. Er hat gleich ein 98er bekommen und als wenn das nicht schon reichen würde, setzt er noch einen drauf und hat ein 100% Tauros durchs Tauschen bekommen als Lucky Pokémon. Und das ist natürlich richtig cool. Neben den anderen, die also ein 100%iges geschlüpft haben, hat er einfach sich eins getauscht, ein Lucky bekommen und auch 100%. Und das ist eine richtig krasse Sache, deswegen wollte ich das auch mal erwähnen, wollte das auch mal einblenden. Da gehen auch Grüße raus natürlich, Glückwunsch an der Stelle. Ihr könnt jetzt mal drunter schreiben, wie ihr die kontinentalen Eier fandet. Hat das Spaß gemacht? Habt ihr da mitgemacht? Habt ihr viel gebrütet? Seid ihr viel gelaufen? Habt ihr reingecashed oder habt ihr nur ein, zwei Eier geschlüpft mit eurem unendlichen Brutmaschine, falls ihr auch nicht die Zeit hattet für mehr. Ich fand es auf jeden Fall mal eine coole Sache, eine Abwechslung, aber ich bereue zutiefst, dass ich wirklich versucht habe, jeden Tag eine Folge 18 Eier zu bringen, denn das ging so an die Nerven, das hat so viel Zeit geraubt auch. Man hatte so viel Stress dadurch einfach nur noch und ich glaube, das werde ich nie wieder machen, wenn dann mal andere Folgen, aber schreibt mal noch eure Meinung hin, wie ihr das fandet mit den Kontinentalen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.